Hallo zum heutigen Livestream. Ich habe hier eine Frage zum inneren Kind und zum Erwachsensein. Ich lese sie euch vor. Wenn ich getriggert werde von einem Thema, das mich sehr verletzlich und unsicher werden lässt und sich mein inneres Kind zeigt, reagiere ich mit Aggression, um mich zu schützen, oder ich spüre Scham und verstumme. Ich möchte jedoch für mich als Erwachsene gut für mich sorgen und für mich einstehen. Wie bekomme ich es hin, in einer solchen Situation das innere Kind zu sehen und zu würdigen und als Erwachsene zu sprechen? Ja, wie kriegen wir das hin? Ich beginne früher, nicht in der Situation selbst. Weil, damit du in einer Situation, in der du unter Druck gerätst in irgendeiner Form, damit du da reagieren kannst, braucht es Entscheidungen zuvor. Das eine ist eine Entscheidung, dass du als Erwachsene, wirklich als Erwachsene reagieren möchtest und nicht dem inneren Kind das Feld überlässt. Weil wenn du angetriggert bist, dann kommt ja das innere Kind auf den Plan und reagiert und versucht, weil das früher so wichtig war, versucht, die Situation im Griff zu halten. Und dann machen wir ja Dinge, die wir nachher so bereuen oder wir eben in Schuld und Scham geraten oder wieder aufräumen müssen. Und das ist für uns nicht nützlich, weil wir sind ja nicht mehr diese kleinen Kinder, sondern wir sind erwachsene Personen. Und so möchten wir ja auch agieren. Das heißt, wie kannst du innerlich als allererstes diese Entscheidung fällen, dass du als erwachsene Person das Zepter in der Hand behältst? Weil diese Gewohnheit, den Raum dem inneren Kind zu überlassen und in Klammer automatisch auch in ein Opferverhalten reinzukommen, das sind wir gewohnt und das ist auf eine gewisse Art auch praktisch. Weil dann kann ich nämlich dich beschuldigen, ich kann dir sagen, wie doof du bist und all das. Und das ist ja das, was uns nichts nützt. Das heißt, wie geht es dir damit, wenn du da wirklich stehst für dich als erwachsene Person in deinem Alter und dieses innere Kind mal besuchst, bevor du in einer solchen Situation bist oder wenn du nicht in einer solchen Situation bist und da mal mit dem das Gespräch suchst und als erstes mal schaust, was braucht dieses innere Kind, damit es ruhiger wird von dir? Das braucht dann normalerweise nicht etwas in dieser Situation, sondern ganz normal im Alltag. Das witzigste Beispiel, das ich mal hatte, war ein inneres Kind, das unbedingt jetzt endlich diese roten Lackschuhe und dieses Fahrrad wollte. Und dann hat die erwachsene Person hat sich rote Lackschuhe gekauft und ein Fahrrad und ist mit diesen roten Lackschuhen Fahrrad fahren gegangen. Und das innere Kind war begeistert. Solche Sachen. Also bring dich ins Gespräch mit dem inneren Kind und hör zu, was die Bedürfnisse des inneren Kindes sind. Und dann ist es gut, wenn du da auch dich ins Gespräch bringst, so als erwachsene Person, und dem inneren Kind sagst, ich weiß, dass du Angst hast dann, ich weiß, dass du unbedingt denkst, dass du die Situation im Griff halten musst, und es ist so, dass ich das jetzt mache, weil ich die erwachsene Person bin. Und das ist nicht dein Ding. Ich beschütze dich in dieser Situation, das verspreche ich dir. Und das ist dann ein Deal, nicht?
zwischen dir und deinem inneren Kind, dass du dieses innere Kind wirklich schützt und auch wirklich für dich einstehst dann, weil mit dem ist dann das innere Kind auch geschützt. Und das ist so der Vorspann, bevor der Film wirklich losgeht. Und wenn du dann getriggert bist in einer Situation, dann ist es gut, wenn du eine Pause machst. Wenn es dich so verspritzt vor Wut, dann ist es gut, wenn du eine Pause machst und das auch deklarierst. Dass du sagst, ich brauche jetzt eine kurze Pause, weil ich komme jetzt gerade in Schwierigkeiten und ich spüre diese Wut oder auch dieses unangenehme Gefühl, dass da etwas passiert, was nicht gut ist, was ich als nicht gut einstufe. Und ich brauche einen Moment Pause. Und dann fühlst du, was du brauchst. Normalerweise, wenn man da drin empfangen wird, ist es nicht besonders, braucht es nicht eine besonders lange Pause, sondern die kann kurz sein und dann bist du wieder reguliert. Da geht es ja sehr um Selbstregulierung. Und dann kannst du sagen, was bei dir läuft. Du kannst auch bei dir schauen, was deine Gefühle sind. Wut, da nützt es dir nicht so, dass du da noch weiter gräbst, sondern geh direkt zum Bedürfnis und schau, was deine Bedürfnisse sind. Frag das innere Kind noch, wenn du möchtest. Und dann kannst du da im Gespräch sein. Und du kannst auch erklären, was denn passiert, dass du da so reagierst. Und dein Gegenüber fragen, wie ist denn das für dich, wenn ich so reagiere? Kannst du das verstehen, dass das nichts mit dir zu tun hat, sondern eine alte Geschichte ist? Und ich weiß, ganz häufig wissen die Gegenüber es ja, dass das eine alte Geschichte ist. Und manchmal ist man ja auch genervt, dass man als Gegenüber wieder mit dieser alten Geschichte konfrontiert ist. Und dann fragt das Gegenüber, wie ist es denn? Und wenn du das so konsequent versuchst zu verfolgen, bei dir bleibst, dich nicht von dir selbst abdrängen lässt, dann kommst du ins Gespräch und dann wird es einfacher, das innere Kind an der Hand zu halten oder auch auf dem Arm zu halten, je nachdem wie alt es ist. Und als erwachsene Person da zu sein. Es bedeutet auch immer, dass wir dieses innere Kind auch begrenzen. Also es ist wie bei den Kindern tatsächlich, dass wir sagen, nein, das ist jetzt nicht dein Part. Das ist jetzt mein Part. Und dann kannst du da reingehen. Und wirklich als erwachsene Person für dich einstehen. Probier es mal aus so und gib Feedback hier in der Runde. Mach Kommentare und dann schauen wir weiter, wenn du Erfahrungen machst und weitere Fragen hast. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag und ein schönes Wochenende. Tschüss.